Fulde gewählt. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um den Steam Crave Ragnar, so eine Premium Combo Box. Und ja, den habe ich mir denn dann doch mal organisiert. Eigentlich war ich immer so dagegen für so riesen fetten Verdampfer. Aber jetzt habe ich es dann doch mal getan. Ich denke, ich muss den dann doch mal ausprobieren, weil geschmacklich soll er doch ganz gut sein. Und ja, fette Wolken mache ich ja auch ganz gerne, ne? Und deswegen habe ich mit dem mal geholt. Ja, das ist schon ein ordentlicher Oschi, ne? Also da kann man schon 35 mm Durchmesser verschlucken kann man den nicht, ne? Ja, ich wollte euch eigentlich nur die Ragnar Premium Combo Box hier, ja, Box kann man das ja schon nennen, ist ja ein riesen Karton, bei den Inhalt so zeigen. Eigentlich wollte ich gar kein Video davon machen, aber mich haben da zwei Leutchen angeschrieben. Ja, Namen weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachgucken, aber ihr wisst ja nicht mal. Ne? Ja, vielen Dank für den Vorschlag, dieses Video zu machen. Ich hatte ja schon irgendwo welche Bilder gepostet hier von dieser Box. Und da kam halt diese Frage mal, zeig doch mal, was da alles so drin ist. Wickeln tue ich den jetzt auch nicht, weil ist auch nichts anderes wie als beim V3 oder ist halt alles ein bisschen größer. Und wir schauen uns mal an den Inhalt, schalten mal runter am Tisch, gucken wir mal, was da so alles so drin ist. Eine ganze Menge. Bis gleich. Ja, das ist eine fette Box. Schauen wir mal da rein, was alles so drin ist. Ja, was draußen im Karton steht, oh, das ist die Ausführung in schwarz. Und ja, was da alles drin ist, der Hadron Mod 220 und das Quonk Backpack. Und ja, und der Ragnar, ne? Klar. So, dann machen wir den mal auf hier. So, Verdampfer. Verdampfer, hier, das andere rechts, oder von euch. So, hier war der Akkuträger drin. Habe ich natürlich jetzt hier schon zusammengesteckt, wäre jetzt Quatsch, den wieder einzupacken, ne? Jo, kennt ihr bestimmt auch schon, vielleicht aus anderen Videos. So, was ist da alles drin? Ja, wie gesagt, hier war der Verdampfer drin, hier der Akkuträger. Hier haben wir natürlich die ganzen Anleitungen, fangen wir mal erstmal damit an. Vielleicht kann man da mal sehen, was da so alles beschrieben ist. Eigentlich sehr gut beschrieben, wie ich finde. Ich fange mal hier mit dem. So, das ist der Verdampfer. Schönes. Lichtblende natürlich jetzt hervorragend, kann man natürlich so kaum erkennen, ne? Ja, das ist viel Text, aber auch schöne Bilder, man kann es eigentlich wirklich gut erkennen. Der Inhalt, aber da sage ich jetzt was zu. Also die Beschreibung ist immer hervorragend eigentlich bei Steamcrave und von der Hadron Box auch die Anleitung. Da stehen halt jetzt die ganzen Daten drin. Ich kann ja mal kurz, ja, bis 220 Watt kann er feuern und der hat jetzt hier von 0,05 Ohm bis 3,0 Ohm und eine Größe hat er von 99,2 x 48 x 38 mm. Ja. Micro-USB, leider nur und kein USB-C, aber okay. Jo, Anleitung. Dann haben wir noch ein Aufkleberchen. Also, hier. Und noch mal eine kleine Anleitung über den Flachmann hier. Zeige ich gleich. So, hier haben wir drin, fangen wir hier oben an. Ja, ein Velocity Deck. Ich habe jetzt das Process Deck drin. Da komme ich mit dem Process Deck eigentlich auch schon super klar. Ich wickel das mal irgendwann bei Zeit mal, wenn ich mal Lust und Laune habe. Dann ein 25 Milliliter Ersatzglas. So, hier haben wir den Kamin. Den brauchen wir dann, um
Wenn wir das große Glas hier noch eins mit noch einem Ersatzdichtring hier, also, beziehungsweise für den Kamin. Und den brauchen wir natürlich, wenn wir jetzt hier das 18 Milliliter Glas runternehmen und das 25 Milliliter Glas einbauen, brauchen wir den Kamin, den längeren. Hier haben wir drin, wenn ich es rausbekomme, wahrscheinlich machen wir noch das Glas jetzt kaputt. Nee. So, was haben wir hier drin? Ja, einen dicken Pack voll O-Ringe und das 18 Milliliter Glas. Riesendinger, ne? Wahnsinn. So, stopfen wir wieder rein. Jetzt knackt es auf. So, ja, hier haben wir dann den Flachmann hier. Ja, den schrauben wir einfach hier hinten an den Akkuträger hinten drauf. Ja, da sind mitgelieferte Schrauben, die sind auch gleich da in dem Pack irgendwo. Dann kannst du hier den, ist der zum Pumpen. Ne, damit pumpt man halt das Liquid in den Verdampfer rein. Hier ist er zu befüllen. Wie gesagt, als Flachmann auch zu benutzen. Nein, Spaß. Achso, hier unten drunter ist ja noch mehr. So, hier haben wir jetzt die Meshkotten. Innendurchmesser 6 mm steht drauf. So, praktisch, direkt für den Mesh dabei. Ein Ladekabel, schön flexibel. Ja, jo. So, jetzt haben wir hier noch. Da haben wir. Das sind die Schrauben für den Tank, den man hinten dran schrauben kann, und Dichtringe. Mit zwei Schräubchen wird er festgemacht. Ja, fest, also schnell installiert. Kein großes Hexenwerk. Hier sind auch O-Ringe dabei. Und das ist auch nochmal so ein Dichtsatz für den Tank. Ich glaube, das war jetzt alles. Jo, dann schmeißen wir das mal irgendwie rein. Zack, zack. So, dann haben wir hier. Jo, ein Gummibändchen, ne, für um den Tank, falls er umfällt, damit nicht so schnell das Glas kaputt geht. Jo, wer es braucht, kannst du machen. So, hier haben wir eine Reduzierung. Der kommt rein fürs Meshdeck. Das Meshdeck ist ein bisschen kleiner, dafür brauchen wir diesen Distanzring. Und dann mit diesem Distanzring kann man auch zum Beispiel die Decks von dem V2 einbauen. Die passt dann auch rein, wenn man den verwendet. So, dann haben wir hier, ja, dieses fummelige Werkzeug, wo ich nichts von halte, aber das mag auch gut. Hat jeder seine Meinung zu. Ja, ihr könnt ja keinen hochwertigen Schraubendreher reinpacken, ist ja alles okay. So, hier haben wir drin, das ist ja meckern auf hohem Niveau, ne? Oh, so. Jo, hier haben wir drin das Meshdeck. Mal rausnehmen hier. No. Ist ein bisschen kleiner und dafür müssen wir dann halt den Distanzring haben. Dazu gehört hier diese Wickel, ja nicht Wickelhilfe, aber damit können wir das Blech, dieses Meshdeck-Blech halt vorbiegen. Meshblech. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So, hier haben wir drin einen Squonker-Pin, Ersatzfederchen, die sind hier für die Backen. Und kleine Ersatzschräubchen und ein Dichtring. Ne? Ja. So, und dann haben wir hier noch, ja, hier ist der Mesh drin. Ist ja alles mühsam reingequetscht. So, das ist, ich lese mal vor, Material Kantala 1, soll 0,15 Ohm bringen, ja, Power Range 35 Watt bis 70 Watt. So, habe ich noch nicht ausprobiert. Bin ich eh nicht so unbedingt der Mesh-Fan, aber jo,
ist halt dabei, das ist super, wenn man es benutzen möchte. Ne? War das jetzt hier drin? Ich weiß gar nicht. So, ich tue es da rein. So. So, Kartönchen da rein, das da rein, alles wieder an Ort und Stelle. Ja, das war eigentlich alles, was da drin ist. Ist ja so eine Menge Zeug. Also wird einem schon eine Menge geboten. Und dann würde ich sagen, schalten wir mal eben kurz nochmal hoch. Und dann quatschen wir nochmal kurz. Bis gleich. Jo, da ist der Gerät. Was ein Ballermann, ne? Ja, macht schon Spaß, ne? Und haut ordentlich Wolken raus. Ja, ich habe jetzt so eine Alien-Coil drin, 3,5 mm in Durchmesser, NI80. Da habe ich, glaube ich, 6 Windungen gemacht und haut das schon ordentlich durch. Ja, der Hadron-Box selbst, ja, muss man sich mit beschäftigen mit der Menüführung. Ist ein bisschen seltsam, ein bisschen anders, aber gewöhnt man sich dran. Ja, die Qualität, ja, ich habe festgestellt, hier an dem Lack habe ich schon so kleine Stellen, obwohl der mir nicht runtergefallen ist, ich nicht mit scharfen Gegenständen irgendwo in der Tasche hatte, so ein, zwei kleine Stellen, ist schon ein bisschen was ab. Aber nur an den Kanten, ne? Okay, da pinsel ich jetzt ein bisschen nach und das ist ja wieder gut. Also auf der ganzen Fläche noch nicht. Nur so ein paar Kanten, da kommt zum Schimmer so ein bisschen Silber durch. Nur ganz minimal, so ach, Nagelspitze groß, also nichts so Schlimmes. Bin mal gespannt, wie der weite Verlauf so ist. Ne? Ja, hat hier unten ganz normalen Öffnung. Ich kann ja mal eben kurz, ich wollte eigentlich gar kein Review richtig machen. Ne? Ich habe jetzt hier 18650er drin, passen 21700er rein. Auch und mit diesem Adapter, Gummi-Adapter, ist ein bisschen fummelig, die Akkus hier, die 18650er da rauszuholen. Aber es funktioniert. Also empfehlen würde ich 21700er. Das ist dann schon wesentlich einfacher. Ne? Ja, wie gesagt, die Menüführung ist ein bisschen seltsam, muss man sich umgewöhnen. Und aber der Verdampfer macht sehr viel Spaß, lässt sich super einstellen. Die Liquid-Kontrolle ist sehr leichtgängig. Wir haben natürlich ordentlich Flutschi dran gemacht, klar, damit das gut zu drehen geht. Airflow, ja, sehr viele Positionen. Ja, ich mache jetzt, wie gesagt, kein richtiges Review über den ganzen Verdampfer. Gibt es ja auch schon mehrere im Netz. Könnt ihr da mal schauen, die Kollegen haben da ja auch schon einiges reingemacht. Ich betreibe den gerne hier in der Airflow-Position. Könnt ihr das sehen? Mal schauen hier. Also von unten die Button-Airflow und die Side-Airflow, die untere Side-Airflow. Aber ja, Fussel im Mund. Wahrscheinlich vom Hund. Der liegt auch gerade da, ein Schild da. Bin ich ja zufrieden mit, da kommt für mich der bessere Geschmack durch. Aber muss ja selber jeder selber probieren. Ja. Ach so, ich sehe gerade ein Display hier. Das T-Shirt, ja, also ich bin nicht gesponsert von Steam Crave, ja. Habe ich mir alles selber gekauft. Aber es passt halt gerade mal dazu, ne? Ich muss mir auch noch alles selber kaufen. Ja, das ist so, ne? Soll auch, glaube ich, auch so bleiben, weil ich will gar nicht hier. Naja, ihr wisst schon. Okay. Also er bringt einen erstaunlichen Geschmack. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte eigentlich, ist vielleicht eher flau. Aber Titan soll ja ein bisschen schwächer sein im Geschmack. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich habe keinen Titan. Aber ich habe schon mit mehreren Titanbesitzern gesprochen und die haben verglichen oder die konnten vergleichen und sagten, ja, der ist etwas schwächer, der Titan. Also ich bin hier mit geschmacklich sehr erstaunt, sehr super. Also der kommt echt gut rüber. Ist halt nichts für die Hosentasche, oder? Der Riesenklopper. Ist halt mal eine große Hosentasche. Und will die Buchse verlieren. Aber ansonsten gefällt er mir wirklich gut. Also ich habe es nicht bereut, den zu kaufen, sagen wir so. Mein Alter ist es nicht. Klar, da habe ich einen kleinen 25 mm dabei und natürlich immer MTL am Start.
Aber der ist also mal ein bisschen mal zum Spaß und geschmackig. Ich habe also jetzt hier die von Eisaromen den Apfelkuchen drin. Der kommt hier sogar, finde ich, besser als rüber als beim Widowmaker. Obwohl andere Sachen wieder beim Widowmaker besser geschmecken. Also Leute, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich wollte jetzt hier nicht lange verlabern. Eigentlich nur den Karton vorstellen, weil die zwei Jungs mir da geschrieben haben. Mal zeigen uns mal, was da drin ist. Hau nochmal eine Wolke aus. Wie die zwei Jungs. Vielen Dank für den Vorschlag. ja, das war es schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn der Finti wieder ein Video hat. Und bedanke mich. Abonnieren nicht vergessen, teilen natürlich. Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis dahin, wenn der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao.